Ja, das ist wie bei richtigen Ärzten im Krankenhaus. Ne? Manchmal dauert eine Visite einfach ein bisschen länger, bis der Arzt dann bei einem direkt am Bett steht, einem das Händchen hält und sagt, Mensch, Herr Petzmann, wie geht's Ihnen denn? Ich frage jetzt einfach mal Herr Kasper, wie geht's Ihnen denn? Und mit der Live-Schalte direkt nach Wuppertal hat er sich gleich den Arzt geholt. So ist das richtig. Man sollte den Doktor immer in seiner Nähe haben. Ja? Lieber Kai, da hast du recht. Ja, wunderschöne Grüße aus Wuppertal. Wuppertal kennt man durch die weltbekannte Schwebebahn, aber auch Medizin wird hier groß geschrieben. Es dreht sich heute den ganzen Tag alles bei Kasper auf Visite um den Schmerz. Und Kai und ich kennen das, wenn wir morgens aufwachen, haben manchmal Kopfschmerzen, aber das hat dann andere Gründe. Neben mir, Herr Dr. Riedmann, was ist Schmerz denn eigentlich generell und womit beschäftigen Sie sich hier in Wuppertal? Also hier in Wuppertal als Facharzt für Neurochirurgie habe ich da das Institut für Neuromodulation gegründet. Wir beschäftigen uns mit dem chronischen Schmerz. Das, was Sie gerade beschrieben haben, das habe ich auch. Zahnschmerzen, vielleicht mal Kopfschmerzen, vor allen Dingen nach Karneval. Das sind aber vorübergehende Schmerzen. Sobald der Schmerz Ausmaße annimmt, die über einen gewissen Zeitraum von, sagen wir mal, 3 bis 6 Monaten nicht verschwinden, muss man von einem chronischen Schmerzsyndrom sprechen. Wenn es so ist, dass der Schmerz nach einer erfolgreichen Operation immer wiederkehrt, ist es auch von einem chronischen Schmerzsyndrom auszugehen. Und hier haben wir verschiedene Mittel und Möglichkeiten, diese chronischen Schmerzsyndrome, die vielerlei Natur haben, zu behandeln. Sie haben mir vorhin einige Geschichten erzählt von Patienten, denen Sie geholfen haben. Auch der Sonnenklar-TV-Zuschauer, der chronische Schmerzen hat, der vielleicht überlegt, Urlaub im Moment nicht. Wie können Sie hier helfen und erzählen Sie mal eine Geschichte von einem Patienten? Also die typische Geschichte ist die, Patienten mit Rückenschmerzen kommen in meine Sprechstunde, sagen mir, ich werde seit Monaten von Arzt XY behandelt. Und möchte aber jetzt in den Urlaub fahren, habe endlich meine Rente, mein Rentenalter erreicht, habe eine Reise gebucht und meiner Frau geht nicht. Können Sie mir helfen? Und dem kann ich natürlich helfen. Der ist bei mir genau in der richtigen Adresse, weil wir international uns einen Ruf aufgebaut haben als Institut für Neuromodulation, wo wir Leuten mit chronischen Schmerzsyndromen helfen. Also der Sonnenklar-TV-Zuschauer, der sich damit beschäftigt, mit chronischem Schmerz, was wir gesehen haben, was nicht der typische Kopfschmerz ist, sondern längerfristig, genau, kann ruhig aus Berlin, München oder im nahen Ruhrgebiet, wir sitzen hier in Wuppertal, zu Ihnen kommen, aber Sie sind auch in Köln vertreten. Ganz genau, wir sind auch in Köln vertreten. Einer meiner Oberärzte macht dort die Sprechstunde für mich. Ich fahre einen Tag pro Woche nach Köln, um dort zu operieren. 2 OP-Tage habe ich hier in Wuppertal, sodass wir alle Patienten mit chronischen Schmerzsyndromen, sei es Nackenschmerz, Kopfschmerz, Beinschmerz, Leistenschmerz, Gesichtsschmerz, dass wir alle angemessen versorgen können. Die können zu Ihnen in die Ambulanz kommen oder wie mache ich einen Termin? Einfach einen Termin machen, am besten telefonisch mit meiner Sekretärin, der Frau Schmidt. Das ist die 0202 299 2536. Oder Sie gehen auf unsere Homepage vom Petrus Krankenhaus, das ist www.petrus-krankenhaus-wuppertal.de. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, den ganzen Tag war ich in Wuppertal für Sie unterwegs, im Petrus Krankenhaus, das Thema chronischer Schmerz. Viele von Ihnen leiden darunter, 23 Millionen Deutsche sind betroffen mittlerweile und immer mehr. Sie müssen keine chronischen Schmerzen haben, denn auch den Urlaub sollten Sie gesund genießen. Und apropos Schmerzen, lieber Kai, noch 3 Tage bis zur goldenen Sonne. Und ich habe mir überlegt, was ziehe ich eigentlich abends an? Und ich habe mir ein schönes Outfit überlegt für abends, denn um 15.30 Uhr, ich hoffe, abends wird es dir gut gehen. Ich hoffe, der Schmerz kommt nicht und abends trotz Gala bist du gut drauf, wenn wir 2-1 gegen euch gewinnen. Zurück zu dir, mein Lieber. Da ist aber der Wunschvater des Gedanken, mein lieber Freund. Jetzt hast du mich aber hier erwischt. Ich glaube, die Schmerzen werden auf deiner Seite sein. Nee, mein lieber Zuschauer, ich finde das toll mit Kasper Stipp-Visite. Klar, vielleicht fragt sich der eine oder andere Urlaub, Schmerzen. Ja, was soll das miteinander zu tun haben? Also, ich habe gerade hier, irgendjemand aus der Regie wollte mir gerade aufs Ohr sprechen. Ich habe gesagt, Struhe, weil ich habe seit, weiß ich nicht wie langer Zeit, seit mittlerweile 7, 8 Jahren die Probleme eben mit dem Rücken. Ja, und das ist echt interessant. Und wenn Sie sich damit ein bisschen auseinandersetzen wollen, Sie haben ja gerade die Homepage unten eingeblendet,
eingeblendet gesehen. Kaspar auf Stippvisite, immer auf jeden Fall viele tolle Informationen, auch hilfreiche Informationen. Bin gespannt, wo es ihn als nächstes hinspielen wird. Und mit dem Schalke-Schal, den werde ich ihm erstmal, glaube ich, am Samstag abnehmen. Weiter geht's im Programm bei Sonnenklar TV. Ich glaube, wir gewinnen 6:1 gegen Schalke.